scheint immer mehr zu tun zu geben. Mal schauen, wann ich das Schwert mal abgeben muss. Hier werde ich erstmal nicht angegriffen, das ist gut. So, bei den Stellen. Vielleicht ist es jetzt kommunikativer. Wir wissen nicht, kampfesmutig darum steht. Schwert werden wir mit hoher Sicherheit abgeben müssen. Ich hoffe, die machen uns nicht nackig, dann können wir. Es ist aus dem Inventar und wichtigen Sachen haben wir ihm abgegeben. Ich hoffe, das kriegen wir bald zurück. Ansonsten. Habt ihr Malborn die Sachen gegeben, die ihr in die Botschaft schmuggeln wollt? Gut. Ich habe eure Einladung zur Feier. Aber an den Wachen werdet ihr nur vorbeikommen, wenn sie wirklich glauben, dass ihr ein geladener Gast seid. Und das heißt, ihr müsst auch wie ein Gast aussehen und dürft nicht bis an die Zähne bewaffnet kommen. Hier, legt das an. Aha, wir kriegen ein Outfit. Wenn ihr bereit seid, verwahre ich den Rest eurer Sachen, bis ihr wieder zurück seid. Ah, okay. Ihr werdet nur das haben, was Malborn für euch hineingeschmuggelt hat und das, was ihr drinnen eventuell noch finden könnt. Gut, dann hätte ich hier gar nicht so viel. In dieser Kleidung könnt ihr nicht auf einer Feier in der Botschaft der... Hätte ich das nicht machen müssen, so viel wir loswerden. Jetzt haben wir drin unser ganzes Inventar. Ist doch praktisch. Westliche Kleidung. Mal Brief. Almor erscheinen. So besser? Naja, unsere kurzen Ruhe sah aber besser aus. Das muss genügen. So werdet ihr als ein echter Gast durchgehen. Zumindest bis ihr den Mund aufmacht. Seid ihr bereit, die Kutsche zur Botschaft zu besteigen? Keine Sorge, das wird alles bis zu eurer Rückkehr auf euch warten. Seht nur zu, dass ihr mit den Informationen, die wir brauchen, lebend wieder dort herauskommt. Viel Glück. Schon wieder auf einer Kutsche. Das letzte Mal, als wir auf einer Kutsche saßen, waren wir auf dem Weg zu einer Richtung. Zu Elen Bens kleiner Abendgesellschaft. Und dann kommt ihr auch noch mit der Kutsche an. Ich sehe doch schmutzig, ich sehe doch richtig aus. Ist doch. Meine Verspätung liegt an den verwirrenden Wegen dieses götterverdammten Berges. Ich hatte nicht die Absicht, verspätet anzukommen. Willkommen in der Botschaft der Talmor. Eure Einladung, bitte. Vielen Dank, meine Dame. Geht einfach hinein. Ich habe keinen vergifteten Dolch. Sah gut aus. Willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Elen Ven, die Botschafterin der Talmor in Himmelsrand. Und ihr seid... Ja. Keine Sorge. Auf meinen Feiern gibt es stets das Beste, was das Land an Speisen und Getränken zu bieten hat. Aber ihr wolltet euch noch vorstellen. Bitte, erzählt mir mehr über euch. Was führt euch in dieses... nach Himmelsrand? Was gibt es, Malborn? Sie scheint zu glauben, wir haben leider keinen Altowein mehr. Gestattet ihr, dass ich den Arentia-Rotwein koche? Natürlich. Ich hatte euch doch bereits angewiesen, mich mit solchen Kleinigkeiten nicht zu behelligen. Ja, Frau Botschafterin. Verzeihung. Wir müssen uns später besser bekannt machen. Bitte, amüsiert euch. Was kann ich euch bringen?
Ihr habt es geschafft. Gut. Sobald ihr die Wachen ablenkt, öffne ich diese Tür. Dann könnt ihr euch auf den Weg machen. Wie sollen wir es machen? Erstmal einen Schluck, erstmal Wein trinken. Wir hoffen, dass wir beide diesen Tag überleben. Ich weiß genau, was ihr meint. Habt ihr vielleicht sonst noch etwas Interessantes? Was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken zu bekommen? Wir sollen nicht mit den Gästen reden. Ich habe gehört, dass Ulfric Sturmmantel gefallen ist. Was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken zu bekommen? Sich was nehmen. Für mich klingt es zu schön, um wahr zu sein. Ich würde ihr müsst neu hier sein. Es gehört sich nicht, bei einer von Elenvens kleinen Abendgesellschaften solch eine direkte Frage zu stellen. Aber ich habe nichts zu verbergen. Ich komme aus dem Süden und bin geschäftlich hier. Und wenn man heutzutage Geschäfte in Tamriel machen will, sollte man sich besser daran gewöhnen, mit den Talmor zu kuscheln. Ob es einem gefällt oder nicht. Ihr habt ein sehr scharfes Auge. Ich habe einen mächtigen Durst, der nicht gestillt werden kann. Und keiner der Kellner will mir was zu trinken bringen. Elenven muss ihnen befohlen haben, mich austrocknen zu lassen, dieses kaltherzige Miststück. Sie hat wohl Angst, dass ich wieder aus der Rolle falle. Ah ja. Ich brauche noch was zu trinken. Wie kann ich euch dienen, meine Dame? Haben sie schon ganz Himmelsrand bereist, um mit ihren Waren hausieren zu gehen. Man muss bewundern, das in Zeiten zu tun, in denen Drachen die Gegend unsicher machen und obendrein ein Krieg tobt. Ich brauche viel zu essen. Ist hier irgendwo noch ein Wein? Der Krieg ist längst vorbei. Es ist Zeit, dass das Kaiserreich und der Altmeribund ihre Differenzen beilegen. Wohlstand ist für alle gut. Sagt aber keiner, was die gegen das Platten mitnehmen. Oh, hoppla, sorry, ist mir runtergefallen. Die Dämpfung durch auf dem Tisch. Wir sollen nicht mit den Gästen reden. Ja. Ist ja relativ langweilig hier. Was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken zu bekommen? Ah, die einzige großzügige Seele in einem Heer von Pfennigfuchsern und alten Knausern. Der macht dann bestimmt. Wenn es hier etwas geben sollte, womit ich euch helfen kann, müsst ihr unverzüglich zu mir kommen. Vielleicht ist er besoffen, macht ein bisschen Lärm, dann denkt, dass die Wachen hat. Das könnte uns helfen. Wunderbar. Ich kann gleich damit anfangen, euch für eure Großzügigkeit zu entlohnen. Sprecht weiter. Ist das alles? Dann seid ihr an der richtigen Stelle. Man könnte sagen, dass es zu meinen Spezialitäten zählt, aus der Rolle zu fallen. Tretet zurück und bewundert das Werk meiner Hände. Dieser Krieg hat die Händler von Himmelsrand schwer getroffen. Wollen wir um ihr... Ich setz mich mal. Könnte ich bitte eure Aufmerksamkeit haben? Könntet ihr recht haben. Ich habe euch in letzter Zeit interessante Gerüchte gehört. Lasst uns auf Elenven anstoßen. Es mag ja nichts dran sein. Unsere Geliebte. Aber ich habe gehört, natürlich im übertragenen Sinne. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass jemand sie ins Bett bekommt. Los, lasst uns gehen. Schnell, bevor uns noch jemand bemerkt. Mach die Tür dir wieder zu. Das
ein bisschen Wein mit. So weit, so gut. Hoffentlich hat uns niemand hinausschleichen sehen. Wir müssen durch die Küche. Eure Ausrüstung ist in der Speisekammer versteckt. Wer kommt da mal? Lasst mich das Gespräch führen. Ist doch, dass ich keine fremden Gerüche in meiner Küche mag. Ein Gast fühlt sich nicht gut. Lasst die arme Seele in Ruhe. Ein Gast? In der Küche? Ihr wisst, dass dies gegen die Regeln ist. Regeln, Zavani? Wirklich? Mir war nicht bewusst, dass das Essen von Mondzucker erlaubt ist. Vielleicht sollte ich die Botschafterin fragen. Los, raus da! Habe nichts gesehen. Eure Ausrüstung ist in dieser Truhe. Ich werde die Tür hinter euch verschließen. Das ist wichtig. Vermasselt das bloß nicht. Beeilung, wenn jemand auf der Feier meine Abwesenheit bemerkt, sind wir beide tot. Das ist mein Truhe, mein Inventar. Das ist eine gute Sache, was loszuwerden. Muss man nicht brauchen. Haben wir wieder Tränke. Magiker nie benutzt. So. Müssen wir sofort wieder angreifen oder können wir uns auch irgendwie rausschleichen? Ich muss die Tür hinter euch verschließen, sonst merkt die Patrouille womöglich, dass etwas nicht stimmt. Mach doch. Viel Glück, ihr seid jetzt auf euch allein gestellt. Sehen? Zu wem gehören sie? Noch mehr Leute der Abgesandten? Was ist unsere Quest? Such nach Informationen um die Rückkehr der Drachen. Regel durchzusetzen? Nein, sie sind Hochmagier, die gerade von Alinor eingetroffen sind. Wahrscheinlich macht sich ihre Hoheit jetzt endlich wegen all dieser Drachenangriffe Sorgen. Hier drüben! Oh, Kacke. Hätte man mal schleichen sollen, ein bisschen. Ich hab nicht gespeichert. Das ist wieder so eine Situation. Dann will ich mich mal kurz ausrüsten. Ich glaube, das ist es. Verdammt. Kacke, so wird das nichts. Wo müssen wir jetzt hin? Daraus. Ah!
Okay, was können wir hier? Sichtbarkeit könnte was helfen. Kacke. Ich werde euch brennen sehen. Ich muss da rein, hier. Da! Rein! Ich hoffe, die folgen, die natürlich folgen dem hier rein. Oh, kacke. Ich weiß noch nicht, wo ich hier hin soll. Ach, Kackdreck. Aber ich brauche das Geld. Ich habe ein bisschen mehr Sneaky Neaky. Ihr habt auch Ausgaben. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Die Kiste. Haben wir dann das, was wir brauchen? Du musst mal hin. Das wird doch so nix. Wir haben hier wieder eine Kampfsituation, die man nicht bestehen kann. Wir hätten am Anfang besser schleichen können. Ich habe sie wohl verscheucht. Hier kommen wir nicht mehr in den Traus. Ach, es ist hier eine Sackgasse. Von dem Savepoint aus wird das nichts mehr. Wir sind schon so geschwächt. Alter. Botschaft. Das ist der letzte Savepoint vor der... vor der fucking Tür. Ich muss häufiger speichern. Das ist der letzte häufiger Autosave. Das ist, glaube ich, im Innenhof. Nachdem wir den Zauberer besiegt haben. Was sollen wir denn hier jetzt nach Sachen suchen? Wenn wir wissen irgendwann, ich kann ja auch vor allem nicht rennen. Aus so einem Grund. Hier rein. Wissen, wo wir lang müssen. Sag das so. Sehr schöne Stelle hier. Da waren wir schon zigmal.
Ja. Sehr schöne Safe Point hier. Danke an das Spiel. Echt geiler Safe Point. Wo muss denn überhaupt hin? Zum Kotzen. Jetzt bringen wir. Ich kotze ins Essen. Jetzt sind wir wirklich alle Checkpoints hier. Oh nö. Das ist das Letzte, was wir jetzt noch machen können. Oh, ich liebe diese Quest. Damit meine ich, ich hasse diese Quest. Wo ist halt alles nochmal von vorn? Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe dran denken muss, was ich jetzt noch alles neu machen muss. Speichern. Wann lernst du es? Onkel Rock will nichts antun. Sag ihm, dass er es nicht war. Ich lerne es in diesem Spiel auf die schmerzhafte Weise. Ihr braucht etwas? Wirklich? Auf jeden Fall haben wir dazu gelernt. Gebt mir alles, worauf ihr nicht verzichten könnt. Und ich sorge dafür, dass es in die Botschaft gelangt. Na schön, ich bringe das für euch in die Botschaft. Ich muss los. Ich finde euch schon auf der Feier. Keine Sorge. Okay, aber wir geben ihm alles mit. Können wir auf jeden Fall gebrauchen, falls wir angegriffen werden. Nutzt drin. Den behalten wir noch. Den geben wir auch ab. Weißt du was, wir geben einfach das ganze Inventar ab. Wir laufen der Nacht zurück. Wir kriegen eh eine Festgewand und dürfen eh nichts anderes mitnehmen. Okay, ich glaube, das war alles. Das war noch nicht alles. Wir haben nichts mehr. Von Nahitz jetzt. Gott, ich liebe dieses Spiel. Eure Aufgabe ist es, euch unter die Gäste der Feier zu mischen, ohne als Spion verdächtig zu werden. Ich kümmere mich um alles Übrige. Wie ihr zu Hause herumlauft, ist eure Sache, wenn ihr zu Hause seid. So würde ich nicht herumlaufen. Eure Aufgabe.
Aufgabe ist es, euch unter die Gäste der Feier zu bringen. Haben wir das jetzt verpackt und unsere Tafel verkauft? So wenige Bugs hier in diesem Spiel. Ich liebe es. Patsch, 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 patsch. Läuft eine Frau halb nackt durchs Dorf. Oder ganz nackt. Wird hier nur so nicht angezeigt. Habt ihr Malborn die Sachen gegeben, die ihr in die Botschaft schmuggelt? Ich hoffe, er hat sie noch. Gut. Ich habe eure Einladung zur Feier. Aber an den Wachen werdet ihr nur vorbeikommen, wenn sie wirklich glauben, dass ihr ein geladener Gast seid. Und ja, deshalb, ja. Wenn ihr... Ja, es gibt ihr es. Werdet nur das haben, was Malborn für euch... ...hineingeschmuggelt hat und das, was ihr drinnen eventuell noch finden könnt. Das muss genügen. So werdet ihr... Seid ihr bereit, die Kutsche zur Botschaft zu besteigen? Keine Sorge, das wird alles bis zu eurer Rückkehr auf euch warten. Seht nur zu, dass ihr mit den Informationen, die wir brauchen, lebend wieder dort herauskommt. Ja, das mit dem Leben ist so eine Sache. Viel Glück. Wie gesagt, als wir das letzte Mal auf dem Karren saßen, wurden wir zur Hinrichtung gefahren. Das ist auch so was in der Art. Wir müssen mehr Stealth gehen. Noch jemand zu spät zu Elenbens kleiner Abendgesellschaft. Und dann kommt ihr auch noch mit der Kutsche an. Ich grüße euch. Willkommen in der Botschaft der Talmor. Eure Einladung, bitte. Vielen Dank, meine Dame. Geht einfach hinein. Ein absoluter Albtraum. Willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Elen und ihr seid? Keine Sorge, aber ihr... Bitte, erzählt, was gibt es, Malborn? Wir haben leider keinen Altowein mehr. Gestattet ihr, dass ich den Arentia-Rotwein... Natürlich. Ich hatte euch doch bereits angewiesen, mich mit solchen Kleinigkeiten nicht zu behelligen. Ja, kein Altowein mehr, aha. Verzeihung. Wir müssen uns später besser bekannt machen. Bitte, amüsiert euch. Ich verzichte gerne. Was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken zu bekommen? Ah, wenn es hier etwas geben sollte, womit ich euch helfe. Wunderbar. Trete zurück und bewundert das Werk meiner Hände. Unsere Geliebte. Natürlich im übertragenen Sinne. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass sie... Los, lasst uns gehen. Schnell, bevor uns noch jemand bemerkt. Obwohl, die meisten von euch stecken ja ohnehin schon unter einer Decke. Aber auch das natürlich nur im übertragenen Sinne. So weit, so gut. Oh. Wer kommt da, Malborn? Ich werde mich ab jetzt... Ihr wisst doch, dass ich keine fremden Gerüche in meiner Küche mache. Ein Gast... Fühlt sich nicht gut. Lass die arme Seele in Ruhe. Ein Gast? In der Küche? Ihr wisst, dass dies gegen die Regeln ist. Regeln, Zava. Vielleicht sollte ich die Botschafterin fragen. Los, raus da! Ich habe nichts gesehen. Eure Ausrüstung. Das mal schnell.
Zaubertränke. Ja. Ist in dieser Truhe. Ich werde die Tür hinter euch. Wenn wir entdeckt werden, ist sowieso scheißegal. Kürzen noch, aber sieht gar nicht schlecht aus, hat aber allerdings null Wirkung, null Rüstung. Das muss noch fallen lassen. Wenn wir sollen jetzt eh nicht rennen, aber. Vielleicht klingt es mir diesmal besser. Was für Bücher haben wir denn, die wir loswerden können? Ich muss die Tür hinter euch verschließen, sonst merkt die Patrouille womöglich, dass etwas nicht stimmt. Wie können wir es durchschleichen? Auf jeden Fall. Danke, das hat zwar noch nie geklappt, aber. Wenn jemand auf der Feier meiner Abwesenheit bemerkt, sind wir. Viel Glück, ihr seid jetzt für euch allein. Zu wem gehören Sie? Ja, es hat ja sehr gut geklappt. Ich kann mich hier durchkämpfen. Nee, ich kann mich hier nicht durchkämpfen. Und ich habe wieder nicht vorher gespeichert. Das habe ich doch verdient, wenn ich da bin. Ich jetzt vorher nicht. Okay, das ist der letzte Checkpoint. Willkommen. Ich und immerhin. Ihr seid? Keine Sorge, aber bitte, was gibt es, Malbon? Entschuldigt die Unterbrechung. Wir haben leider keinen Altowein mehr. Gestattet ihr, dass ich den Arentia-Rotwein... Natürlich. Heiliger Back, wo ist er denn? Ich habe euch doch bereits angewiesen, mich mit solchen Kleinigkeiten nicht zu behelligen. Der graue Bezirk von Windhelm ist kaum besser als ein Elendsviertel. Wir müssen uns später besser bekommen. Ich schaue, dass die Dunkelelfen so leben müssen. Da könntet ihr recht haben. Habt ihr was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken zu bekommen?